Liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play in Crusader Kings 2 mit Venedig und dem Dogen Gualtiero, dem durchlauchten Dogen. Wir wollen ja hier nichts verschweigen. Gualtiero von Venedig. So, Stimme macht wieder Abgänge. Aber das kennen wir ja schon, das Thema. Das interessiert mich auch heute nicht. Es ist schon wieder 26,3 Grad hier drin, wenn ich jetzt aufnehme. Dann jetzt noch, bevor es zu spät ist. Und ich hier 27 oder 28 Grad drin habe. Yay! Und man kann auch irgendwie, finde ich, so langsam keine zweite Wochenpause einfach hinterher schieben. Auch wenn es heiß draußen ist. Aber vielleicht ist es das auch noch die nächsten 5 Wochen. Wer weiß das schon. Deswegen werde ich trotzdem nicht 6 Wochen YouTube-Pause machen. Das ist ja auch ziemlicher Quatsch. Wir machen jetzt weiter, konzentrieren uns hier mal aufs tatsächliche Thema. Ich habe ein paar Sachen gemacht in der Zwischenzeit. Zum Beispiel habe ich unseren Kämmerer, Doge Edouard, losgeschickt für Wirtschaftsforschung in Ravenna. Ich glaube, ich habe das Konzept von diesen Forschungsaufträgen hier bisher missverstanden. Ich glaube tatsächlich, so wie auch hier die Militärforschung oder auch hier die Kulturforschung, ich glaube, das ist etwas, das verbessert, wie der Name eigentlich oder wie die Beschreibung es auch sagt, die Kultur in einem konkreten Ort. Und ich habe das bisher immer in Venedig gemacht, wo die Kultur bzw. Wirtschaft oder auch Militär sowieso schon ein Maximum quasi erreicht haben. Und da macht aber dieser Auftrag wenig Sinn. Er macht, glaube ich, hier in Ravenna mehr Sinn, wo wir 12, 15, 14 haben und hier mit 15 in Bezug zu 22 noch viel aufzuholen haben. Und deswegen habe ich hier unseren Kämmerer dann dort eben unten hingeschickt. So, außerdem habe ich meinen Kanzler losgeschickt. Der soll einen Anspruch fingieren, und zwar auf Rama. Das ist diese Provinz, die aktuell zu einer Revolte von Bulgarien gehört, also einer Abspaltungsfraktion. Und ich habe auch gesehen, dass es jetzt hier diesen Graf Bonča von Križevici, keine Ahnung, wie irgendwas mit I am Ende gibt. Ich kann es nicht aussprechen. Kritschewski oder so. Chi. Irgendwas. Er ist auf jeden Fall Kreuzritter und der ist noch hier unten. Aber wir haben auch für ihn keinen Anspruch. Das habe ich leider erst gesehen, nachdem ich den Kanzler schon losgeschickt hatte. Deswegen bin ich jetzt gesperrt bis zum 1. Februar 1101. Dann müssen wir es eventuell umlagern, weil ich glaube, ich will erst diese Provinz mir hier holen, bevor ich dann auf Bulgarien und Rama gehe. Ja, also die werden wir uns schon auf Dauer holen, einfach um eine Verbindung hier nach da hinten, nach Belgrad herzustellen, um hier unser Besitz im Balkanraum, im jugoslawischen Raum zu verstärken. Was ich auch machen werde, das ist jetzt ein bisschen kontrovers, ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht. Und zwar haben wir hier in der Provinz Venedig, haben wir ja ganz viele Besitztümer, aber zwei Besitztümer haben wir nicht. Die Abtei von Rialto und die Stadt Lido. Und diese Stadt Lido, die würde ich ganz gerne mir nehmen. Und ich glaube, aus rollenspielerischer Sicht könnte man das auch vertreten, dass Doge Gualtiero die jetzt einfach per Titelentzug an sich reißt, auch wenn die Vasallen um ihn herum ihm das nicht gut nehmen werden. Aber ich glaube, wir können das argumentieren, denn wir sind ehrgeizig. Wir sind zwar irgendwie feige, also die direkte Konfrontation scheuen wir, aber wir sind fleißig, wir sind ehrgeizig. Wir haben jetzt auch schon eine Weile gewartet, das spreche sogar irgendwie hier für geduldig. Und da habe ich mir überlegt, nein, wir machen das, denn hier in unserer Provinz noch mehr Besitz anzuhäufen mit der Stadt Lido, die übrigens viel mehr Steuern generiert, wenn wir sie besitzen, wie der hier, der Kollege Bürgermeister Fortunato. Das ist nämlich daher so, weil der Basiswerte minus 10%, seht ihr unten drunter noch, bekommt, dann hat der 59,53. Wenn wir mal unsere Stadt zum Beispiel anschauen, Jesolo hat 123. Warum? A, wir haben den Heiligen Rock, der 10% da drauf gibt, und B, wir haben die Verwaltungsfähigkeit mit 86%, mit 18, und der Bürgermeister hier hat nur 0. Exakt gar nichts. Und deswegen macht es Sinn, das tatsächlich hier an uns zu reißen. Werden wir jetzt direkt mal machen. Ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich finde, es lässt sich rollenspielerisch beeindrucken. Ach so, aber wir haben ja gar keinen... Ach ja, das geht ja. Ah, ich vergaß. Das habe ich lange schwadroniert. Dabei geht das gar nicht, weil wir haben ja als Republik gar keinen Grund, irgendetwas zu entziehen. Da müssten wir ihm schon eine Verschwörung nachweisen oder ähnliches. Tja. Das ist jetzt richtig, richtig schlecht. Toll, Titel gewähren können wir ihm so viel wir wollen, aber Titel entziehen nicht. Das finde ich ja ehrlich gesagt,
Also ich kann verstehen, warum man das spielmechanisch so eingeführt hat. Ich finde es aber in seiner Generalität, also in seiner Allgemeingültigkeit, dass das grundsätzlich nicht geht, finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, wir können es nicht ändern. Ja, einkerkern brauchen wir einen Inhaftierungsgrund. Das Einzige, was wir machen könnten. Ja, wir versuchen ja schon, Verschwörungen aufzudecken. Mehr können wir aktuell nicht tun mit Germano. Wir haben tatsächlich... So, das Bekehren im Benevento. Das werden wir jetzt auch noch mal abwarten, aber ich habe so das Gefühl, das passiert irgendwie nie. Heißt das eigentlich... mal kurz zwischendurch, neben der ganzen Let's Play-Geschichte hier, vielleicht weiß das ja jemand in den Kommentaren oder der Lorenor oder so, mögliche Ausgänge, da steht ja dann, was passieren kann mit einer gewissen Prozentzahl an Wahrscheinlichkeit, also jährlich 45,06% Wahrscheinlichkeit, dass die Grafschaftsreligion konvertiert. Wie funktioniert das genau? Ja, also was heißt jährlich in dem Fall? Heißt es einfach, jedes Jahr, wenn ein neues Jahr beginnt am 1. Januar, wird ausgerechnet, ob die 45% quasi feuern oder ob sie nicht feuern, also ob das passiert oder ob es eben nicht passiert, je nachdem, was dann gewürfelt wird. Wird dann also quasi Anfang des Jahres einmal gewürfelt für den Rest des Jahres? Einmalig? Oder heißt das, dass wir... Die Grafschafts... ja, das wäre ja auch Quatsch, dass das quasi sich aufaddiert. Also jedes Jahr kommen 45% Chance dazu. Das wird jährlich dann... Aber das sagt es ja nicht aus. Ich bin mir nicht sicher, wie das exakt funktioniert. Also wenn es der erstere Fall ist, den ich gerade beschrieben habe, dass es einfach jährlich einmal ausgewürfelt wird, dann ist das das, was ich bisher mal angenommen habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Es ist jedenfalls immer stark random, habe ich so das Gefühl. Naja. Gut, da können wir erstmal nichts machen. Amalfi ist noch nicht, der Waffenstillstand mit Amalfi ist noch nicht vorbei. Großregent Kakko heißt er übrigens. Das ist ja ein toller Name. Kakko von Amalfi. Alles klar. Bis 1103, 13. November. Nun gut, wir werden jetzt endlich mal wieder ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ich wollte nicht die halbe Folge verquatschen. Aber es gibt nun mal ein paar wichtige Dinge, die wir hier einstellen müssen. Durante strebt nach Fausto töten. Und wir verbringen endlich viele Nächte damit, in unserem Observatorium die Sterne zu betrachten. Es ist wahrhaft faszinierend. Es gibt so viele offene Fragen. Wir kriegen 10 Prestige und ein Kindheitsfokus für Thibaut. So, direkt Glaube kommt hier in Erscheinung. Bin ich mal gespannt. Meine geliebte Frau Amalie ist ständig gelangweilt und spricht ununterbrochen über diese neue Mode, von der sie gehört hat. Jetzt möchte sie, dass ich sie am Hof einführe. Ja, meine Meinung von Amalie ist schon relativ gut. Allerdings haben wir eine Hausregel. Und diese grundsätzliche Hausregel besagt, wenn es eine Option gibt, die irgendwie auf Geld hinausläuft, auf etwas Monetäres, dann müssen wir die nehmen. Und das ist leider hier die letzte, oder was heißt leider? Ihr redet hier von meinem Geld und wir werden dann nämlich gierig und bekommen mehr Steuern. Und das ist natürlich als Handelsrepublik ein Schlüsselweg hier. Und ich denke, das passt auch ganz gut mit den restlichen Trades. Fleißig, ehrgeizig. Ja, also er verwaltet sein Geld und er gibt es nicht für irgendwelche Zwecke für seine Frau aus. Auch wenn er die ziemlich mag, aber das wird er sicherlich nicht tun. Ihr redet hier von meinem Geld. So geht das aber nicht. Wir haben ja immerhin eine Handelsrepublik zu verwalten. Da kann ich auf persönliche Wünsche meiner Frau nicht immer Rücksicht nehmen. Das, denke ich mal, lässt sich hier rollenspielerisch durchaus vertreten. So, ein Befehlshaber kann wieder ernannt werden. Der Jacopo ist mal dran.
Der im Übrigen, glaube ich, von mir als dritter staatlicher Inquisitor benannt wurde, weil wir eine ziemlich hohe Meinung mit 32 von ihm haben. Und ich anscheinend ihm, ohne zu wissen warum, ziemlich vertraue. Oder zumindest scheint Gualtiero ihm zu vertrauen. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in so einer Amtsvergabe wieder. Ist ja irgendwie schon klar. So, die faulen, undankbaren Hafenarbeiter in Venedig weigern sich, die Schiffe zu entladen. Aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhnen gestatten sie niemandem, ihre Streitpostenkette zu durchbrechen. Truppen aller großen Familien arbeiten zusammen, um die Anführer dieses Mobs so schnell wie möglich zum Schweigen zu bringen. Doch verlustreiche Tage liegen wahrscheinlich hinter uns oder so. 50 Gold. Naja. Ist nicht schön. Aber mit unseren Einnahmen können wir das trotzdem irgendwie verschmerzen. Tja, also wie kriegen wir jetzt hier den hier irgendwie raus? Das ist mir echt ein Rätsel, wie das klappen soll. Ich habe so das Gefühl, das wird sehr, sehr schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man Ansprüche fingieren kann auf einen Bürgermeister hier auf die Stadt. Das wäre ja dann eventuell noch eine Lösung. Aber wir können jetzt ja aktuell sowieso noch nicht umsatteln hier mit den Ansprüchen. Ne, geht ja aktuell eh nicht. So. Okay, der bekommt den Kampffokus, hat auch schon 4 Kriegskunst. Das könnte also sehr, sehr gut werden bei ihm. So, ich denke, dass wir mit den nötigen Druckmitteln einen eurer Vasallen, sagt Germano, von der Teilnahme an Verschwörung abhalten können. Und zwar Doge Edouard, der Gerechte. Ich glaube, den bedrohen wir tatsächlich. Weil wir den nicht sonderlich mögen. Und Verlobte können heiraten. Rainero Supponidi. Ja, werden wir auf jeden Fall machen mit Agathe. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich irgendjemanden vergessen hatte zu verloben mit 12 Jahren. Jetzt bin ich mir aber leider nicht mehr sicher, wer das war. Vielleicht war es Fulk? Nee, Fulk wurde schon verlobt mit Iliana Baldasdotter. Amalie, das ist ja unsere Frau. Germano ist auch schon verlobt. Unser Cousin ist ja auch schon alt. Galeato Grüschmaller ist es 2 Jahre alt. Außerdem gilt das ja für unsere Familienmitglieder eigentlich nur. Er ist 17, der kann es auch nicht sein. Guichard ist erst 5, der ist auch nicht über 12. Amédée ist schon 15, das kann es auch nicht sein. Almano auch nicht. Alamano, Entschuldigung. Es kann höchstens der Lubomir hier noch sein, aber der ist ja kein Familienmitglied. Gosselin ist erst 5. 6 Jahre ist Thibaut. Nee, ich sehe ehrlich gesagt niemanden, auf den das aktuell zutrifft. Ich weiß gar nicht, welche Person damit gemeint ist. Und ich habe es leider vergessen, vorher nachzuschlagen. Muss ich bis zur nächsten Pause nachholen, dass ich das in der letzten Folge mal nachgucke. Also in der dann vorletzten Folge. So, ich bitte um Vergebung, falls ich euer Missfallen erregt haben sollte. Natürlich würde ich mich nicht einmal im Traum einer Verschwörung gegen euch und eure Herrschaft anschließen. Sehr gut. Haben wir den Dogen von Raschka eingebunden. So, die Verlobung wird zur Heirat gewandelt. Jawohl. Agathe verlässt euren Hof mit dem Ziel Herzogtum Susa. Das ist sehr schön. So, bei der Beobachtung der Bewegung am nächtlichen Sternenhimmel stellt ihr fest, dass es regelmäßig wiederkehrende Muster gibt. Diese Beobachtungen haben jedoch viele neue Fragen aufgeworfen. Ihr beginnt euch beispielsweise zu fragen, ob die Erde wirklich das Zentrum des Universums ist. Bekommen Militärtechnologiepunkte. Ach ja, genau, das habe ich auch noch gemacht. Ich habe hier in Belagerungsausrüstung investiert, damit die Geschwindigkeit und die Verteidigung der Belagerung sich entsprechend einige Prozentpunkte verbessert. Das habe ich nebenher auch noch gemacht. So, beim Zirkel sind wir jetzt schon Commissus seit letztem Mal. Mal schauen, ob wir da noch eine Mission bekommen. Die Hingabe liegt jetzt bei 371, das dauert also noch eine Weile. Handelsenklave werden hier 4 Stück gebaut. Das gibt uns natürlich jetzt nochmal einen Riesenschub
an Einnahmen. Und unser Verwandter Roberto, der Sohn von Germano, der bekommt eine Tochter mit dem Namen Elisabeth. Mit Elisabeth hat er eine Tochter mit dem Namen Elisa, so rum. Kurzform von Elisabeth. Ja, wunderbar. Das erste Kind für die beiden. Noch eine Enklave ist fertig und eine letzte Insel Seta ist noch im Bau. Das sieht hier schon mal sehr gut aus. Unsere Handelseinnahmen sind sehr, sehr solide. Fraktion mal 20%. Ja, das ist okay. Intrigen, Fausto und Marco. Ich glaube, mit denen haben wir jeweils nichts. Nee, nicht wirklich. Eines frühen Morgens beim gemeinsamen Gebet bemerke ich, dass Bruder Gilchrist im Sitz eindöst. Die anderen Mitglieder des Benediktinerordens sind tief in Meditation versunken und scheinen dies jedoch nicht bemerkt zu haben. Oder noch nicht bemerkt zu haben. Wir haben keine besondere Beziehung zu ihm. Er ist so ein Söldnerhauptmann im Übrigen auch. Das ist ja lustig. Ich glaube, wir werden es einfach mal ignorieren. So, vielleicht tun ja auch die anderen so, als wenn sie es nicht wissen. Wir tun es auf jeden Fall. Als Gilchrist das Nickerchen fortsetzt, dauert es nicht lange, bis er zu schnarchen beginnt. Ich rücke unauffällig von Gilchrist weg und als er endlich erwacht, sieht er sich den missbilligenden Blicken seiner Kameraden ausgesetzt. Wie peinlich für Gilchrist. Prestige minus 0,1. Hat jetzt nur ihn betroffen. Oh, jetzt kommt aber Abt Lambert von St. Cugat, der Kanzler von Tarragona und Befehlshaber gleichzeitig auch. Und der deutschen Kultur angehört. Gott segne euch, Commissus Gualtiero. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass ihr unter Umständen nicht alles unternehmt, um euch auf das Studium der Theologie zu konzentrieren. Wir möchten euch darin bestärken, eure weltlichen Sorgen beiseite zu legen, um euch um Angelegenheiten göttlicher Natur zu kümmern. Wir sollen den Theologiefokus wählen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, aber nur des Scheines halber. Wir sind ja zynisch. Wir spielen das Spiel jetzt mal mit, aber eigentlich wollen wir zunächst einmal unsere Sternenerkundung natürlich fortsetzen. Das ist ja ganz klar. So, Gerüchten zufolge ließ sich eure Verwandte Eve durch den Vormund beeinflussen. Man sagt, sie ist mittlerweile italienisch. Na, das ist doch eine gute Nachricht, denke ich mal. Wir selber sind auch italienisch. Und Ezzelino ist an unserem Hof eingetroffen. Ein gut verteidigender, fähiger Taktiker. Na, wenn das mal nicht ein guter Ersatz für einen anderen Befehlshaber ist, dann weiß ich es auch nicht. Was war mit ihm? Törichter Krieger. Nee, Moralschaden. Den nehmen wir mal raus, den Arnoldo. Nehmen stattdessen Ezzelino in die Reihen unserer Befehlshaber auf. Der ist darin wesentlich versierter. So, Handelsenklave nochmal in Seta gebaut. Sehr schön. Das ist gut. Eine Palestrina wird gleich noch was fertig. Und zwar unser Burgstädtchen. Auch das, mehr Einnahmen. Und wir haben jetzt schon 2404. Also wir haben richtig viel Asche übrig. Wir können noch keinen Schmied wieder suchen. Achso, weil wir schon eine Waffe und eine Rüstung haben. Okay. Na gut. Wir können heiligen Asketen einladen vom Benediktinerorden, aber da wir zynisch sind, Ja, großes Turnier abhalten, das werden wir wohl nie machen, weil das ziemlicher Quatsch ist. Wir können den Kredit mal zurückzahlen. Da haben wir jetzt wirklich jede Menge Geld für. Sehr schön. Das können wir tun, damit wir dort nicht mehr mit Schulden rumlaufen. Das haben wir jetzt lange genug hinter uns gehabt. Was ist denn hier eigentlich los? Grafschaft Spalatos. Verteidigt gegen den Dux Bartholomaios von Dalmatien. Aber Graf Hypatius hat 100%. Aha. Wer auch immer da was erkennen wollte, Dux. Ist das der hier? Nee, das ist Basileus. Dux muss ja quasi so ein Unterkönig sein. Wo kriege ich das denn raus? Hier ist es der vielleicht? Nee, das ist der Despot.
Das sind Grafen. Das hier. Dux Batalamas. Das sind die Herzöge quasi. Ach ja, stimmt. Das waren ja auch Duces oder Dukes. Das waren immer die Herzöge in der Region. Okay. Interessant. So, liebe Leute. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Es wird hier schon wieder kräftig warm hier drin. Ich würde sagen, das reicht als heutige Folge Crusader Kings auf jeden Fall erstmal. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wir sind ein Stückchen vorangekommen, wenn auch nicht sehr weit, weil wie gesagt, leider konnte ich das nicht so machen mit der Stadt Lido, wie ich das vorhatte. Hab ich vergessen, dass das nicht mehr geht. Schade. Das müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall, ja, weiß ich auch nicht, wie wir das in den Griff kriegen wollen. Auf jeden Fall hätte ich sehr, sehr gerne diese Stadt hier. Das ist wichtig, weil wir haben auch gerade zwei Domänengrößen noch frei. Wenn ich mir also hier irgendwas aus Krzyszewski zum Beispiel nehme oder hier aus Rama, dann habe ich immer noch eine mögliche Domäne übrig, die ich besetzen kann. Und da wir hier auch fast alles voll haben, oder zumindest alles Wesentliche in Ravenna und das die beiden Provinzen sind, die wir nur haben, macht das tatsächlich Sinn, diese Stadt sich eigentlich zu nehmen. Wäre es denn möglich? Naja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Macht's gut, ich bin euer Tastenhauer und sage tschüss, tschüss.